Hey, moin. Was geht ab, Leute? Guten Morgen. Ich leere gerade den Rest von meinem. Da war Kaffee drin. Schon. Kann man das sehen? Ja. Ich habe gerade Cardio gemacht. Jetzt mache ich meinen Pre-Workout-Shake. Inter-Workout-Shake. Und dann trainieren wir Waden und Brust. Schön, dass ihr da seid. Es war ja lange Zeit jetzt ohne Videoreihe von mir. Und mit meinem neuen Sponsor Big Zone starten wir das Ganze jetzt wieder. Ich muss schnell mal einen Shake machen. Und dann machen wir das ganze Intro und herzlich willkommen. Benutzt den Code Rex und alles, was dazugehört. Ihr kennt es ja. Aber hier ist mein magischer Drink vor dem Training. Okay, es besteht mehr oder weniger aus 3 Zutaten. Und zwar, schau, wir haben das hier, damit es nicht aussieht wie in so einem Supplement-Laden. Ja, das war ehrlich gesagt meine Idee. Haben wir solche, so Dinger, so Boxen beschriftet. Ja. Hier ist Whey-Isolat drin. Mein Geschmack gerade, bevorzugter Geschmack ist Milchreis-Zimt. Hier ist Cluster-Dextrin drin. Und hier sind EAAs drin. Zack. Das ist noch nicht beschriftet. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, wo die Aufkleber sind. Jetzt mit den neuen Packungen musste ich neu beschriften. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich die Aufkleber hingetan habe, diese schwarzen hier. Und in dem letzten ist Kreatin drin. Ja, sieht besser aus, als wie wenn hier alles so Dosen stehen und so. Aufgerissene Beutel. Also das ist dann ein bisschen familienfreundlicher. Jetzt ganz wichtig, hier ist mein Riesenshaker. Von Big Zone gibt es nämlich leider nur die kleinen, also Dennis, wir müssen aufstocken. Ja. Solche, die sind nämlich ein bisschen, wenn du mich fragst, praktischer, aber ich habe nichts gesagt, okay. Ganz wichtig, vorm Training kommt hier Salz rein. Ich mache so 2-3 Gramm. Ob das jetzt pink ist oder nicht, oder ganz normales Speisesalz, scheißegal. Ja. Dann Kreatin. Da ist die Grammzahl ehrlich gesagt auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall mehr als 5. So, 9. Aber Leute, am besten ihr haltet euch immer an die Aufschrift auf der Packung. Ja? Weil ich trainiere 2-mal am Tag. Ich sage niemandem, der soll 30 Gramm Kreatin am Tag nehmen. Ja? Also ich habe es nicht gesehen. Dann, okay, ganz wichtig, Eis. Ich habe da so ein bisschen so ein, ihr wisst es alle, Bodybuilder haben so ein bisschen so eine Neurose. Es muss immer alles perfekt sein. Ja. Ganz genau abgewogen, zur selben Uhrzeit. Stört mich jetzt ehrlich gesagt schon, dass ich reden muss. Ja. Aber Eis. Viel. So. Das war, glaube ich, ein bisschen sehr viel, aber macht nichts. Dann kommt ein bisschen Wasser drauf. Soll ich extra einen Shaker von meinem alten Sponsor nehmen? Nee. Ich nehme einen neutralen. Ungefähr so 750, 800 mit dem Eis. Oh, schau. Dann Battle Isolat. Zack. Und Cluster Dextrin.
Vorm Training mache ich Cluster Dextrin. Da ist schon der drin. Den habe ich nicht gesehen, weil der war Camouflage. 75 Gramm. Und 30 Gramm Battle Whey. Oh, das war viel zu viel. Als Profi sollte ich das eigentlich schon so richtig auf einmal raus haben, oder? Ja, passt so. Deckel drauf. Schauen, dass es richtig zu ist. Ja. Und wenn man das genug geschüttelt hat, dann wird es so ein richtiger, wie so ein Slushy. Weißt schon? Dauert da ein bisschen. Es hängt immer so ein bisschen was im Mundstück drin. Jetzt habe ich es, glaube ich. Okay. Also das ist jetzt der Shake hier. Den trinke ich vor dem Training. Und dann während dem Training zeige ich euch nachher, wenn ich das fertig habe. Okay. Also, Shake ist unten drin hier. Nochmal zur Zusammenfassung. 75 Kohlenhydrate aus dem Cluster Dextrin. Ich muss euch ganz ehrlich was sagen, hier schon. Ich bin großer Fan von diesem Produkt, weil hier ist wirklich der patentierte Wirkstoff drin. Es gibt nämlich, für die, die es nicht wissen, es gibt unterschiedliche zyklische Dextrine. Okay? Und nur wenn da wirklich Cluster Dextrin drin ist, dann hat man den Vorteil von diesem Kohlenhydrat. Also alle Vorteile. Genießt man alle Vorteile von dieser Kohlenhydratquelle. Und wie gesagt, es gibt unterschiedliche zyklische Dextrine. Darauf können wir mal in einem anderen Video speziell eingehen. Aber solange hier dieses Zeichen drauf ist, ist wirklich Cluster Dextrin drin. Also, mein Intro. Ich muss nochmal auf Null machen, ich habe schon angefangen. Großes Props, wie man heute schön sagt auf Deutsch, an den Iron Mike. Ich bin großer Fan von seinem Infuse-Produkt. Da sind nämlich drin hydrolysiertes Casein, also sehr weit aufgespaltenes Casein in Di- und Tripeptidform, bis zu 60%. Das verdaut wie nix, also man merkt keine Magenbelastung. Und dann die Bulletproof ERAs, so in 50-50, also Mischverhältnis. Wenn man ein vollwertiges Aminosäurenspektrum, also dieses hydrolysierte Casein, mit einem ERA-Produkt, freie Aminosäure, mischt, erhält man am Schluss eine höhere Proteinsyntheserate. Also man stimuliert die Proteinsynthese mehr, als wie wenn man nur ein ganzes Protein oder nur ein ERA-Protein also alleine konsumiert. Davon mache ich 1,5 Portionen während dem Training, sprich das 45 Gramm hier. Dann habe ich ungefähr 30 Gramm Protein nochmal. Und nochmal, jetzt muss ich die Waage schon wieder machen. 25 Gramm während dem Training zurzeit. Cluster Dextrin. Zack. Brust und Waden machen wir heute. Wie gesagt, das ist ein Körperteil, der braucht nicht so viel Energie, sprich Kohlenhydrate.
wie jetzt Beine oder so. Deshalb 100 Gramm Kohlenhydrate für diese Trainingseinheit in Summe. Also 75 Gramm vorher, 25 Gramm während und das war's. Das meiste, was ich bis jetzt gemacht habe, war für eine Trainingseinheit 150 vorher und 150 während in flüssiger Form. Ja. Also 300. Das ist also richtig dann voll Off-Season mit allem, was dazugehört. Das mische ich aber in eine größere Flasche, in eine noch größere Flasche. Die habe ich hier, das ist von keiner Firma. Das habe ich mir mal irgendwo im Internet oder so gefunden. So ein Kanister, ich glaube, da gehen 2,5 Liter rein. Ich habe hier angezeigt, wo ungefähr 1,5 ist. Und das wird dann mein Intra-Drink. Auch schauen, dass hier wirklich alles rausgeht. Keine Reste im Shaker bleiben. Okay, ja. Das ist dann für während dem Training. Shaker immer gleich ausspülen, wisst ihr ja, sonst stinken die, wenn man sie rumstehen lässt. Und dann kann es losgehen. Ich habe extra diese Flasche gekauft mal, weil die auch so einen großen Mund hat. Wenn ich da jetzt, ich könnte auch hier das Pulver gleich reinmischen. Wenn man das in so Trinkflaschen, manchmal habe ich es auch in so alte, also leer getrunkene Cola-Flaschen oder so reingetan, aber ihr wisst ja, wie das immer ist mit so, man fuchtelt das so rein, die Hälfte fällt auf die Seite und sowas, ja. Ich meine, man könnte auch einen Shaker nehmen, aber die sind halt nicht so groß. Deswegen, zack. Und jetzt geht's los. Okay, also. Es schmeckt auch gut. Das ist das erste Mal, dass ich das Infuse probiere, deswegen. Blaubeergeschmack, die einzige Geschmacksrichtung, in der das erhältlich ist. Ich dachte erst so, Blaubeer, weißt schon, irgendwie komisch. Kennt man ja nicht so. Normal sind ja so Produkte immer Kirsche oder Orange oder Lemon oder irgendwie sowas. Blaubeer ist schon was Besonderes. Und dann war ich erst skeptisch, aber jetzt habe ich es probiert zum ersten Mal und ist echt gut. Also nochmal Props an den Mike. Sowas ist auch wichtig, weil wenn du was jeden Tag das ganze Training lang trinkst und es schmeckt scheiße und du denkst dir jedes Mal, weißt schon, dann hat man keinen Bock auf die Sache. Aber wenn es gut schmeckt, lustigerweise ist auch wissenschaftlich erwiesen, gell, dass die Verdauung erleichtert wird bei Nahrung und bei Getränken, wenn es gut schmeckt. Also das ist wirklich, da gibt es Studien dazu. Wenn du Leuten irgendwas gibst, was scheiße schmeckt, dann ist ihre Verdauung, also dieses Nahrungsmittels oder Getränks, schlechter und langsamer. Also es führt eher zu Blähungen und sowas, als wenn du irgendwas hast, was total geil schmeckt. Das ist komisch. Also das stimmt aber wirklich. Ja. Ich
Firma Buch vor jeder Trainingseinheit, plan mein Training so, schreibe auf. Ich kann natürlich nachgucken, was ich letzte Woche gemacht oder im letzten Training gemacht habe. Dann, was ich dieses Training also machen möchte, beziehungsweise wie ich mich steigere oder was mein Plan ist, mich zu steigern. Und das mache ich wirklich schon seit ich angefangen habe zu trainieren, also fast 20 Jahre. Heute fangen wir an mit sitzendem Wadenheben und dann stehendes Wadenheben. Jetzt kann ich nachschauen, wie viel ich letztes Mal hatte. Und dann entsprechend eine Wiederholung mehr anpeilen und oder ein bisschen mehr Gewicht benutzen. Also hier wie in jeder guten Kochsendung, wir haben schon mal was vorbereitet. Es ist nämlich immer so, wenn ich Cardio mache in der Früh, gell, dann bin ich fertig, mache noch Bauch und dann bereite ich die ersten paar Übungen schon mal vor, dass ich nicht noch da groß rumräumen muss und so, wenn ich meinen Shake schon getrunken habe. Ja, das heißt hier, die Wadenmaschine ist schon beladen und ich springe gleich ins kalte Wasser. Aber vorne nehme ich noch einen Schluck Dings, weil es schmeckt echt gut. Leute so Jordan-Schuhe anhaben und die schnüren die so zu, also die sind ja jetzt offen, gell? Und die schnüren die so zu, als ob sie jeden Moment gleich in so einen Sprint gehen müssten. Weißt schon? Man kann ja so ein Mittelding machen, ja? Aber ich sehe manchmal so richtig geile Jordan-Schuhe, so 13er oder so, auch so Special Edition irgendwas, Playoffs oder so. Und die haben die so zugeschnürt, dass du denkst so, der arme Schuhmann, bitte. Okay, das war meine Erbung. Also, Action. Oh. Normal habe ich keine kurze Hose an, gell? Die kurze Hose ist nur für euch. Damit ihr ein bisschen auch was seht. Weil normalerweise hätte ich die lange graue an. Aber heute fürs Wadentraining dachte ich mir, ich ziehe eine kurze Hose an.
zwar die Übung. 3 Sätze, sehr kurze Pausen dazwischen. Ich glaube, wir müssen mal ein Wadeninstruktionstrainingsvideo machen. Am Ende ein Stretch, richtig schmerzhaft. Und jetzt kommt die nächste Waden im Stehen. Normalerweise würde ich bevorzugen eine stehende Übung bzw. eine Übung mit ausgestreckten Beinen zuerst zu machen. Aber es gibt mittlerweile keine Maschinen mehr, die schwer genug für mich sind. Mit ausgestreckten Beinen, weil ich da so stark bin. Und deswegen muss ich immer erst mit sitzend vorerschöpfen, um dann stehende Waden ausführen zu können. Hinter euch ist die Wadenmaschine. Wie ihr seht, ich werde den ganzen Stapel benutzen. Und oben liegt sogar noch eine 50er-Hantel drauf. Deswegen, um den ganzen Stapel noch zu verstärken. Wenn ich diese Maschine normalerweise benutzen würde als erstes. Ich habe nämlich so Gympins zum Reinstecken. Mein Code bei Gympin ist übrigens Rex. Für 10% Rabatt. Dann habe ich hier auch schon noch 120 Kilo mit Gympins dran gesteckt. Also 320er vorne an den Stapel und 320er hinten an den Stapel. Aber irgendwann wurde das dann, dachte ich mir, das ist lächerlich, Mann. Also wirklich. Weil damit habe ich schon 15, 20 Wiederholungen gemacht. Deswegen jetzt immer das hier zuerst. Und dann reicht es mir hier, wenn ich dann nur den Stapel benutze, mit einer 50er Hantel oben drauf. Okay. Wenn nicht irgendwas im Weg steht, schieb es einfach weg. Jo. Waden ist der schlimmste Schmerz, finde ich. Alles andere ist okay. Waden tut so richtig konzentriert weh irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Muskelfasern sind da dichter oder so. Einmal noch. Oh.
So, das war Übung Nummer 2. Jetzt kommt Nummer 3 an der Beinpresse. Da mache ich einbeinig, also oder einwadig. Auch wieder 3 Sätze. Und zwar immer einfach abwechseln. Linke Wade, bis ich nicht mehr kann. Rechte Wade, bis ich nicht mehr kann. Wieder linke Wade, bis ich nicht mehr kann. Und dann halt jede Wade 3-mal. Fertig. Und immer weiter den Intra trinken. Und für alle, die eine Schwachstelle haben, meine rechte Seite ist dünner, meine rechte Wade ist dünner. Das heißt, ich fange mit der an, mache so viele, wie ich kann und mache dann mit der linken nur genauso viele, wie ich mit der rechten gemacht habe, obwohl ich mit der linken vielleicht mehr machen könnte. So hoffe ich mal, meine Disbalance auszugleichen. Hat aber innerhalb von 20 Jahren nicht funktioniert, also ist scheißegal, glaube ich. Thank you.
Ah. So, kein Wadentraining ist perfekt ohne die Wade, hat nämlich auch vorne einen Muskel im Schienbein hier, diesen Tibialis heißt der. Der gibt der Wade so ein rundes Aussehen auch von vorne. Das heißt, wir schließen ab mit 3 Sätzen von dem. Da reicht's. Wenn man einfach sich auf eine Stufe stellt, dieses Mal andersrum und dann so macht. Davon auch 3 Sätze. Ah Mann, wenn ich meine Socken ausgezogen hätte, denkst du, wir hätten da mehr Klicks bekommen? Wegen den Fußfetischisten? Wahrscheinlich. Oh shit. Nächstes Mal. Also, das war Waden. Jetzt wärmen wir uns für Brust auf und dann sehen wir uns bei der ersten Übung.